So, ich stehe heute mal bei Maske und hole hier den Maxus ab. Ein elektrischer Transporter, der CCS hat und 200 Kilometer fahren kann. Und das will ich auch wissen, deshalb fahren wir auch 200 Kilometer. Wir fahren sogar zweimal 200 Kilometer. Wie sieht das aus mit dem CCS-Laden und überhaupt? Das erfahrt ihr in diesem Video und in weiteren. Ja, und wenn ihr Interesse habt an so einem Auto, voll elektrisch, Transporter, dann könnt ihr hier bei Maske anfragen. Da gibt es auch gerade Aktionen, Kontakte hier oder unten in der Infobox. Also gucken wir mal hier kurz rein, wie das hier so aussieht. Obwohl das ein normaler Transporter ist. Deshalb hier vorne etwas spartanisch, aber Model 3 mäßig hier mit Mittendisplay. Drei Sitzen. Also unkomfortabel ist das Ganze gar nicht. Bin schon aus der Parklücke rangiert, ganz gut. Und schauen wir mal, was das Auto hier so drauf hat. Es gibt auf jeden Fall zwei Lademöglichkeiten. Die eine ist hier Typ 2, ganz normal, vorne. Aber es hat auch CCS. Wo ist denn der versteckt? Der ist hier an der Seite. Und deshalb auch die Herausforderung bei den Ladesäulen, wie man da hinparken muss, dass das funktioniert hier. Ansonsten ziemlich viel Platz, um etwas zu transportieren. Mal gucken, was wir da so finden zum Transportieren. Sollte man doch mal ausprobieren, ne? Auf Langzeitstrecke unterwegs sein und da nichts transportieren, das geht ja nicht. Also ich muss da irgendwas reinpacken. Kann man natürlich auch von hier hinten machen. Und die Türen kann man auch ganz umklappen. Wenn eben die im Weg sind, geht das natürlich auch. Einfach hier die Arretierung rausnehmen. Und schon hat man noch mehr Platz. Seht ihr? Klappt doch wunderbar. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal zu einer CCS-Ladestation, um mir das anzugucken, bevor man hier auf Langstrecke geht. Ja, und dann erzähle ich euch etwas über das Auto hier noch, ne? Wie das sich so bedient hier. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg. So, erstes Stück schon mal gefahren, so ein bisschen mit dem Auto hier. Ich zeige euch mal kurz hier die Konsole. So, das Lenkrad so selber hat Hupen, dahinter hat es normale Schalter hier. Das ist wohl eher von dem Scheibenwischer und hier drüben ist der Blinker und die Lichter. Okay, ansonsten hier unten hat es noch eine Parkbremse. Das weiß ich nicht, Lock, Unlock, das muss ich nochmal rausfinden. Eine Ablage, Handyhalter, nein, habe ich selber hingemacht. Das ist hier der große Schaltknauf, ja, da seht ihr es, Automatik bzw. elektrisch, Klimaanlage. Ja, und hier ist jetzt eigentlich das zentrale Mittendisplay und da seht ihr hier meine Reichweite. Ich bin jetzt irgendwie 5 Kilometer gefahren und 181 noch drauf. Also 200 ist jetzt noch nicht so angezeigt, aber wenn man sparsamer fährt, vielleicht geht das. Und hier ist, glaube ich, noch Radio. Ja, leider hat er keine Rückfahrkamera, soll es aber irgendwie geben, optional. Ansonsten hier, wie gesagt, sehr funktional die ganze Sache, sehr in Anführungszeichen normal. So, und deshalb habe ich auch keine Lust, hier immer einen Zeitraffer nur euch fahren zu lassen, sondern jetzt schalte ich mal hier um auf Realtime und ich erzähle ein bisschen was unterwegs, was mir so auffällt bei den ersten Kilometern mit dem Maxus von Maske. Ja, ich wollte eigentlich zur Ionity-Ladestation fahren, mache ich auch. Nur ready, so, und dann hier mal D einlegen und wir fahren los. Es ist nur ein leichter Stau auf der Autobahn, deshalb schauen wir mal, wie wir da hinfahren. Seht ihr mich? Ja, ne? Ich weiß nicht, wie viel man sieht vom Display. Bisschen dunkel, keine Ahnung, ob ich das irgendwo heller drehen kann. Ja, hier hat es zum Beispiel noch Cup Holders. Seht ihr das? Das hat es hier auf jeden Fall. Da unten noch einen Aschenbecher, den brauche ich nicht. Ich habe auch die 12 Volt hier. Adaptiert aus dem Zigarettenanzünder natürlich. Ja, 12 Volt hat man früher im Auto nur gebraucht für die Zigarettenanzünder. Ne? Wie fährt er sich? So, erste Kilometer. Ja, im Vergleich zum Model S natürlich oder Model 3 natürlich etwas anders, etwas schwerfälliger. Lenkung geht sehr leicht. Leichter als im
Model 3, wenn man dort den leichtesten Modus einschaltet. Aber ansonsten, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran. Ist natürlich jetzt noch mal ein bisschen schwieriger hier, muss sich besser umgucken. Da fehlt einem natürlich die Rundumkamera irgendwie, das merkt man schon. Ansonsten Anzug so ganz gut. Nicht übertrieben. Was hat denn der für einen Motor? Ich dachte eigentlich ein 92 Kilowatt Motor, ist aber abgeregelt, dann irgendwann bei knapp über 100. Ich wollte nicht die Autobahn fahren, weil da ein Stau ist. Wir fahren noch mal runter in die Stadt. Können wir die Sache auch noch mal ein bisschen angucken. Cooles Auto hier. Das ist ein Toyota, ne? Gut. Anzeige ist gut ablesbar. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, immer darüber zu gucken. Ja, aber das geht dann. Ich habe jetzt mal die Restdistanz hier eingeschaltet. Muss mal hier die Lüftung noch mal wieder ein bisschen schalten. Es ist draußen heute ziemlich warm. Klimaanlage hat es natürlich auch. Verbraucht aber alles Energie und ich will ja rauskriegen, wie weit man fahren kann. Aber ich muss auch rauskriegen, ob man ordentlich laden kann. Das ist eigentlich so die Schwierigkeit hier. Wir biegen mal hier ab, fahren mal ein bisschen hinten rum und da geht es darum, wie ist denn so das Handling. Also ich bin jetzt ja nicht der Transporterfahrer. Ich fahre äußerst selten Transporter. Elektrotransporter noch seltener. Nissan ENV bin ich mal gefahren, genau. Und sonst immer irgendwelche Diesel. Weiß gar nicht, da musste man glaube ich auch immer schalten. Ja. Also erste fällt einem hier auf natürlich die Automatik sozusagen. Also das ist natürlich schon sehr komfortabel. Leichtes Summen hat das Auto. Und man gleitet so dahin. Ja, hat natürlich kein CarPlay, kein Display und sowas. Das wäre jetzt hier Luxus. Deshalb muss ich hier mal selber navigieren so ein bisschen. Ansonsten halt, wie gesagt, funktional und es geht jetzt eher so ums Fahrfeeling. Also die Federung ist ganz cool. Bin ja gerade die harte Federung aus dem Model 3 gewöhnt. Da ist das hier fast komfortabel. Sitz ist auch in Ordnung. Viel einstellen kann man an dem Sitz hier auch nicht so. Aber für mich passt da jetzt gerade gut. Ich klemme da gut hinterm Lenkrad. Eigentlich so eine ganz coole Sache. Also bin jetzt hier ein paar Kilometer gefahren und fühle mich schon ganz gut hier drin. Was natürlich ein bisschen ist, man muss beim Rückwärtsfahren so ein bisschen drauf achten, weil da ist ja, ich habe keine Kamera und glaube ich auch keine Piepser. Da muss man natürlich gucken, Rückspiegel. Okay. Hallo, seht ihr mich? Ich könnte ja mal das runterdrehen, weil der Rückspiegel ist zu nichts gut. Hey, dann seht ihr mich auch. Das könnte die zweite Kamera ersetzen. Ne? Ja. 7 Kilometer gefahren, 181 kann ich noch, also so knappe 190. Die hat er auch angezeigt. Ich glaube, gestern war er vollgeladen. Ein bisschen Verlust hat er, wenn er steht, aber wenig. Ja, das ist ein Eisenphosphat-Akku darunter. Ich habe jetzt keine Ahnung, was Eisenphosphat bedeutet, muss ich euch ganz deutlich sagen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist und wie da die Eigenschaften von sind. Er hat auf jeden Fall nicht so eine hohe Ladeleistung und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man jetzt dann doch, sagen wir mal, unterwegs ist. Mir wird hier zu warm, ich muss mal die Klimaanlage anmachen und nachladen muss. Also das wird noch eine Herausforderung. Das heißt natürlich, wenn man komplett leer ist, dauert das 2 Stunden zum Nachladen. Deshalb fahre ich jetzt mal auf jeden Fall zu dem Ionity Ladern. Da ist dann immer einer frei. Und es kann nämlich sein, dass ich 2 Ladesäulen blockieren muss, weil das Auto den Lader da an der Seite hat. Das werden wir gleich checken. Oder das Kabel hoffentlich lang genug ist. Das wäre natürlich cool. Und ich will wissen im oberen Bereich vom Akku, wie schnell er da noch lädt. Damit man weiß, ist das konstant. Ich glaube 27 kW hat er am CCS. Rekuperieren tut er. Ich muss aber dann doch mal ein bisschen mechanisch bremsen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob er wirklich mechanisch bremst. Rekuperation ist ein bisschen schwach, kann man sich aber dran gewöhnen. Also ist ja immer die Frage, ob man stärker rekuperiert oder mehr geleitet. So, wenn ich Klimaanlage anhabe, sollte ich mal die Fenster zumachen. Lüftung ist schon laut. Das ist jetzt nicht so einem E-Auto angemessen. Ich lasse es mal auf Stufe 1.
Ich muss jetzt bloß gucken, wo ich hier eigentlich hinlüfte. Das ist alles konventionell, die Klimaanlage. Die saugt natürlich dann auch Batterie raus, das ist klar. Also das Ding heißt eigentlich Maxus EV80, wobei ich jetzt nicht weiß, was die 80 bedeuten. 56 Kilowattstunden Akku, der 200 Kilometer Reichweite ergeben soll. 92 Kilowatt Motor mit 110 km/h Spitze. Der hat vorne Typ 2, zweiphasig und CCS 28 kW Ladeleistung. Das Leergewicht sind 2,5 Tonnen. Die Nutzlast ist 950 Kilogramm. Der Radstand ist 3,80 Meter. Ja. Das Auto wird eigentlich von der Firma SAIC in Asien, glaube ich, ist die ansässig. Und deshalb habe ich mir auch überlegt, ist wahrscheinlich diese Display-Geschichte hier, japanischer Markt ist ja auch Rechtslenker, natürlich ganz gut. Da kann man viel besser dann Rechts- und Linkslenker unterstützen. Da muss man weniger umbauen am Fahrzeug innen selber. Ist nämlich auch seltsam, dass die Entriegelung vom Motorraum zum Beispiel da drüben auf der Beifahrerseite ist. Das muss man wissen. Motorraum, müssen wir in den Motorraum reingucken. Ja, und dieses Auto, so wie es da steht, kostet 39.900 Euro. Und die spezielle Angebot jetzt hier von Maske zum Leasing ist 597 Euro pro Monat bei 24 Monaten. Und da bekommt man dann noch eine Wallbox dazu, die man dann sich zu Hause installieren kann. Und das ist eigentlich auch so der Gedanke, dass man das Auto natürlich immer über Nacht auflädt. Nee, ich glaube nämlich nicht. Das Auto ist so ein bisschen mehr zu gebrauchen. Und das will ich euch nochmal zeigen, indem ich hier auch zeige, wie das Auto sich praktisch auf Langstrecke verhält. Das ist eigentlich noch meine Idee jetzt hier bei der Geschichte. Wir sind immer doof hier. Wir sind Freitagnachmittag. Da ist natürlich so, dass doch einige Leute in irgendwie Urlaub fahren oder zumindest zurück. Ich muss mal die Lüftung etwas stärker einstellen. Das ist nicht E-Auto-mäßig, nee. Aber es ist klar, das sind natürlich umgebaute Verbrenner eigentlich. Da ist das ein bisschen schwieriger. Obwohl der zum Beispiel den Akku jetzt komplett im Unterboden hat, deshalb auch ein super Schwerpunkt unten. Habe ich jetzt noch nicht gemerkt, ich bin nicht über die Schwäbische Alb gefahren. Das kann ich auf dem Rückweg ja machen. Bisschen Rallye-mäßig unterwegs sein. Und Frontantrieb, vermute ich mal, Motor also vorne ist, verbaut ist, das ist dann schon ein bisschen besser gemacht als bei vielen anderen Fahrzeugen, weil die haben da meistens das Akku-Pack irgendwo da, wo es gar nicht hingehört und dann verlierst du Laderaum und was nicht alles. Das ist jetzt hier überhaupt nicht. Laderaum ist komplett noch vorhanden. Ganghebel so, ganz funktional. Ist nicht so ungewöhnlich jetzt. Das Auto fällt natürlich auch nicht auf als Elektroauto. Hat, glaube ich, ein E-Kennzeichen. Ich habe gar nicht geguckt. Daran würde es vielleicht auffallen. Ansonsten vielleicht nur, wenn man jetzt nicht mit anderen Autos gerade rumfährt. Dann könnte es auch sein, dass es irgendwie man das merkt. Na, ich bleibe jetzt hier ganz normal auf der Bremse und so gut weg. Also die Leistung, bin auch ein bisschen im Zweifel gerade. Ich hatte mir nämlich auch 60 Kilowatt aufgeschrieben. Ob er nun wirklich die 90 hat, das ist, glaube ich, aus dem Prospekt. Müsste ich nochmal gegenchecken. Typisch hier bei mir auf dem Kanal immer ungenaue Angaben. Ja, es ist ausreichend so als Transporter. Da will man ja auch nicht rasen. Also es ist jetzt, ja gut, ich glaube schon so Paketboten, die in Eile sind, die könnten mit dem Auto auch ganz gut unterwegs sein. Das ist auch genau die Frage, wozu braucht man dieses Auto? Ja, Stuttgart Innenstadt, Leute, natürlich. Ne? Wir sind ja total gesperrt. Also ich glaube schon, dass jetzt viele Zulieferer, Kleinunternehmen, Lieferunternehmen sich was überlegen müssen in Stuttgart. Deshalb ist das jetzt hier euer Angebot. Die Niederlassung in Wendlingen, wo ich das Auto gerade geholt habe, ist ja für Stuttgart zuständig. Da solltet ihr mal gucken, ob ihr so ein Auto gebrauchen könnt. Voll elektrisch dürft ihr nämlich in die Innenstadt natürlich weiterhin reinfahren. Vermutlich gibt es auch weitere Begünstigungen. Kostenloses Parken ist im Moment auch alles noch möglich. Ja, wenn natürlich jeder irgendwann ein Elektroauto hat, wird das auch nicht mehr so sein. Im Moment aber, im Moment der Stunde, Dieselskandal, ist das die Lösung. Und ich denke, ein Unternehmen, was hier so im Transportgewerbe unterwegs ist, wo man ja typischerweise auch Dieselfahrzeuge, laute Dieselfahrzeuge im Einsatz hat, ist so ein Auto echt eine Alternative.
Und vor allem in dem ganzen Lebensmittelbereich denke ich immer so, also Bäckereien und sowas, die transportieren ja auch sehr viel in die Filialen und was nicht alles, sehe ich bei mir auch immer täglich. Also da finde ich, ist das so ein Auto, dafür ist das gut geeignet. Jetzt weniger wahrscheinlich, um irgendwelche Umzüge zu machen. Ne? Das ist klar, das ist jetzt nur mal testmäßig hier, um sowas zu machen. Ich habe nichts anderes gerade zu transportieren da sozusagen. Ja, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Das Auto ist natürlich nicht so klein hier. Ne? Also wenn ich hier neben so jemanden fahre, dann... Ja. Ansonsten hat man jetzt schon mal ein ganz gutes Gefühl für die Größe. Geht eigentlich. Spiegel sind in Ordnung. Ich sehe bloß schlecht, wenn hinter mir einer fährt. Das ist so das, was ein bisschen schwierig ist, weil ich kann zwar mit dem Rückspiegel auch in den Fahrgastraum, nein, in den Laderaum gucken, bringt mir aber nichts, weil hinten am Ende vom Laderaum leider kein Fenster ist. Ja, ich habe schon gehört, jemand hat das Auto auch mal umgebaut für als Wohnmobil. Ne? Könnt auch hinten die Scheiben, glaube ich, noch einsetzen. Die waren eigentlich mal vorgesehen. Ich weiß nicht, ob es eine Sitzvariante gibt. Das war ein alter Leaf, der uns gerade entgegenkam. Ja, könnte ich mir vorstellen. Wohnmobil, Elektrowohnmobil. Ja, das ist das, was noch fehlt. Auf dem Markt gibt es welche, aber eigentlich alle im teuren Segment. Elektroauto teuer, Wohnmobil teuer, alles super teuer. Ja, also für Bastler ist das dann auch so eine Lösung. Ich fahre genau 50. Ich habe noch nicht so das Gefühl jetzt hier von der Geschwindigkeit. Ich fahre ja eher dann langsamer, habe ich schon mal gemerkt. Ansonsten fährt man in E-Autos auch gerne ein bisschen zu schnell, weil die halt so gut wegbeschleunigen. Hat man jetzt hier nicht unbedingt. So, jetzt kommt uns hier ein dicker Laster entgegen, da muss ich doch mal ein bisschen abbremsen. Also wenn man hier so langsam rumfährt, habe ich auch einen gemächlichen Verbrauch. Anzeige stimmt ganz gut. Ja, ist die Frage, wie weit man das Auto runterfahren kann, ob es dann auch irgendeine Begrenzung hat. In der Anleitung war jetzt nichts drin, dass er einen nachher irgendwie in der Leistung begrenzt, wenn er mal, was weiß ich, nur noch 20 Kilometer Rest hat. Ich vermeide das ja. Ich sage immer so 50 Kilometer sollte man so, da sollte man gucken, dass man auflädt, dann ist man gut dran, weil es nämlich Ladestation nicht funktioniert oder sowas, hat man immer noch Luft. Deshalb ist die reale Reichweite von solchen Autos immer so ein bisschen dann zu hinterfragen. Aber trotz allem würde ich sagen, hier, da hat man echt Luft. Da ist ein grüner Pfeil hier. Schauen wir mal, aber ich kann eh nicht rausfahren. Zu viele Fahrzeuge. Jo, der hat Assistenzsysteme. Nein, es hat keine Assistenzsysteme. Das ist alles Luxus. Wir sind so an diese Autos gewöhnt, dass die alle sämtliche Assistenzsysteme und so haben. Nee, es geht mal erst darum, hier bei dem Auto erstmal überhaupt elektrisch zu fahren. Und dann ist das andere zweitrangig. Und deshalb hier die Klimaanlage ist, sagen wir mal, das größte Assistenzsystem dabei. Ja. Was jetzt hier dieses Auto tatsächlich auszeichnet, ist die CCS-Lademöglichkeit. Schnelllademöglichkeit. Und deshalb ist es schon auch die Frage, gerade in Kombination jetzt mit der großen Reichweite der Schnelllademöglichkeit, für was diese Autos dann auch geeignet sind. Weil, müsst ihr überlegen, auch wenn ich jetzt einen Auslieferungsservice habe oder sowas, kann ich ja auch mal Pause machen. Ne? Und wenn ich eine Stunde Pause mache, Mittagspause, kann ich auch an einem Schnelllader so ein Auto ja durchaus ja, gut wieder aufladen. Muss ja nicht komplett leer gewesen sein. Also das ist so meine Überlegung jetzt, wie man die Anwendungsszenarien da sich denken kann davon, wenn man den CCS dann auch mit benutzt. Ja. Wir sind absolut verwöhnt hier mit irgendwelchen Assistenzsystemen und so weiter. Ja. Standardradio, soweit ich sehe, da ist auch ein USB-Anschluss. Kann man auch noch benutzen. Und ansonsten hier kann ich das Licht einschalten. Das Licht habe ich auch immer noch an, mal Licht wieder aus. Gibt es auch in Automatik. Na, einer guckte gerade schon ein bisschen skeptisch. Was ist das? Das Auto fällt nicht so auf, aber die Marke oder sagen wir mal und so, wenn vorne steht ja auch drauf elektrisch, na, das fällt vielleicht dann schon auf. Bei uns hier in der Gegend, muss ich sagen, sind die Leute eher gutwillig gegenüber E-Mobilität gerade unterwegs, weil ja durch diese Dieselskandale und Fahrverbote
ist klar, dass ich irgendwas tun muss hier bei uns in der Gegend. Und deshalb denke ich mal, muss man hier das Angebot irgendwie an den Mann bringen. Man muss das bekannt, es muss bekannt werden. Und dann findet man auch Unternehmen, die da bereit sind, vielleicht auch umzudenken. Und zwar schon jetzt und nicht erst in 5 Jahren, in 10 Jahren oder sowas. Ja, also das, denke ich, ist dann auch möglich. So, ich bin hier noch ein bisschen mit der Klimaeinstellung beschäftigt. Das habe ich aber in jedem Auto. Klimaanlage geht ganz gut. Kann ich auch einstellen, wo sie hinföhnen soll. Und das ist die Rundumsteuerung. Hier bin ich, da müsste ich die, da kann ich noch ein bisschen die Temperatur einstellen. Okay. War mir gerade auch zu warm eingestellt, deshalb wahrscheinlich kam da nicht genau genug kühl raus, obwohl, so, bin ja gar nicht der, der das hier so super kalt haben muss. Ja, also so gleiten wir mit 50 dahin. Das ist eine richtige, ordentliche Geschwindigkeit hier. Sehe ich irgendwo, wie viel Akku ich noch habe? Das ist da ganz rechts. Ich habe nämlich da eigentlich 2 Balken. Einmal sieht man die Leistung. Das ist da der, der dann als erstes kommt. Ja, wie viel Leistung ich gerade abrufe, 2 Balken. Oder wenn ich mehr Strom gebe, dann 3 Balken. Und drüben ist der Akkustand. Und ganz unten gibt es tatsächlich einen roten. Das ist dann der E, der Empty. Aber im Moment zeigt er mir noch tutti completi voll an. Ja, die Abstufungen sind, wie viel hat er da? 4, 8. Oh, okay, Hälfte, Hälfte, Hälfte. So ist es gemacht. Ja. Okay, also 50% sehe ich, 25 und dann nochmal 12,5. Okay. Also 200, 100, 50. Ja. Also 150 und dann noch 25. Genau. Also müsste der Reservebereich 25 Kilometer ausmachen, genau. Ja, kommt so ungefähr hin. Kann man sich dran orientieren. Ich weiß nicht, ob es linear ist, sowas. Das ist meistens nicht ganz linear. Gut, schneller fahren konnte ich jetzt hier nicht ausprobieren, weil Stau. Ja, Fahrgefühl jetzt hier gut. Langsam gewöhnt man sich dran. Man braucht ja immer so einen Moment zum Eingewöhnen in so Fahrzeuge. Wie gesagt, das Einzige, was für mich wirklich gewöhnungsbedürftig ist, ist nach hinten gucken, da ich jetzt hier im Rückspiegel nichts sehe und seitwärts halt nicht so viel. Kann man auch hier noch mal ein bisschen justieren, sich die Spiegel mehr, ja, so einen toten Winkel ein bisschen besser eliminieren noch. Ja. Ja. Genau, ja, das ist ganz gut schon. Spur verlassenswarner gibt es natürlich nicht. Also wenn die Leute zu nah hinter mir fahren, dann sieht man sie nicht mehr in den Rückspiegeln. Ansonsten funktioniert das eigentlich auch ganz gut, da gewöhnt man sich dran. Ich bin jetzt nicht so der mit Rückspiegel Rumfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dürft ihr mich jetzt hier also nicht irgendwie schelten. Ich fahre jetzt eher mal ein bisschen vorsichtig. Das hier mal so mein erster Fahreindruck von den Maxus, von Maske bzw. von Zeig. Zeig ist der Hersteller und hier in Deutschland gibt es denn über die Firma Maske. Also da Stau auf der Autobahn, machen wir eine kleine Alprundfahrt gleich mal. Das passt ja eh gut. So, wir müssen hier etwas Nebenstrecke fahren. Die kennt ihr aber, weil das ist nämlich die Strecke, die ich oft mit Testautos fahre, nur hier jetzt mal in die andere Richtung. Habe ich aber auch früher auch schon mal gemacht, die Hin- und Zurückstrecken. Das führt uns jetzt so ein bisschen parallel zur Autobahn und dann kann man da auch so einen kleinen Schleichweg auf den Rastplatz fahren, um dann dort der Ionity auszuprobieren. Und deshalb jetzt der Test mit Maxus mal auf die Höhe zu fahren. So, im Moment haben wir 162 Kilometer Rest. Wir sind 22 Kilometer gefahren. Kommt also noch so halbwegs hin, ja. Aber klar ist zu erwarten, wenn ich jetzt da hochfahre, dass er einen etwas höheren Verbrauch hat. Mit dem Transporter ist man natürlich noch viel mehr ein Hindernis als mit einem Elektroauto, wenn man langsam fährt.
Ja, vor allem, wenn er natürlich jetzt hier außerorts nicht unbedingt so viel verbrauchen will, also Strom geben will. Trotzdem, ich muss das hier zumachen. Schauen wir mal hier, dass wir nicht Verkehrshindernis sind. Fahren wir mal 70, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Geschwindigkeit. Und schauen uns die Sache so ein bisschen an. Ich muss die Lüftung mal etwas auf 2 stellen. Ist also nicht ganz so leise hier drin. Wenn ich die Fenster offen lasse, kriege ich aber so ein komisches Puffern hier drin. Das ist dann auch nicht gut. Bin mal gespannt, wie der da hinten die Strecke hochfährt. Das ist ja so meine Teststrecke auch, um so ein bisschen zu gucken, wie Steigvermögen von Fahrzeugen sind. Ja, die wollen mich gar nicht überholen, obwohl ich jetzt hier bloß 70 fahre. Ist auch eine etwas gefährliche Strecke hier, weil man ja da nicht so viel sieht. Ich habe natürlich hier keinen Gang. Man hat jetzt schon irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht Gang schalten müsste. Ah, überholt mich mal jemand. Okay. Mal ein bisschen Strom zurücknehmen. Ne? Oh, da kommt noch einer. Obwohl, Kurve. Ja, Transporter überholt man halt gern. Ne? Ja. Ja, Leute, ich habe jetzt einen höheren Verbrauch, weil ich nämlich die Klimaanlage einschalten muss. Boah. Ja, Diskussion ja gerade um Motorräder auf der Schwäbischen Alb. So, jetzt kommen wir hier an die Steigung. Straßenschäden, Steigung und alles. Checken die Sache mal, wie das Auto sich hier... Sag mal, Motorradfahrer, bleib auf deiner Seite. Ja, bin jetzt ja unbeladen, aber 2,5 Tonnen. Kann er jetzt gut hier so rumfahren, das klappt. Ja, zieht eigentlich gut da hoch, kann man nichts sagen. Klar, ich habe schon den Eindruck, dass jetzt mehr Verbrauch da ist. Ihr sagt ja immer in den Kommentaren, es hat keinen Sinn, ob man steil den Berg hochfährt oder seicht. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Autos, wenn man seichte den Berg hochfährt, durchaus einen günstigeren Verbrauch haben, als wenn ich das so in so einem steilen Anstieg hier auf einmal bewältigen muss. Physikalisch nicht ganz zu begründen. Das ist bei mir meine Strecke über die Autobahn, hat definitiv... kann man da einen geringeren Verbrauch hinkriegen, als wenn ich über die Landstraße fahre. Und das ist schon irgendwie ein bisschen irritierend. Ja, insgesamt vielleicht nicht Durchschnittsverbrauch. Insgesamt nicht, weil es ein bisschen länger ist. Ah, okay, gibst du. Stimmt wieder nicht, was ich da erzähle. Hey, wir haben einen Balken verloren in dem Akku und sind bei 154. Ah, jetzt bin ich hier genau in der Kurve. Geht aber, man ist doch relativ agil mit dem Auto. Kommt einem auch selten jemand entgegen. Ja. Das Lenkrad an sich, boah, ist gut. Nicht super griffig, aber vollkommen in Ordnung. Also fährt sich eigentlich gut das Auto hier. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte hinten was geladen. Deshalb fahre ich immer vorsichtig in die Kurven. Muss man ja gar nicht. Ich habe ja gar nichts drin. Und alles, was ich hier vorne habe, ist gut verzurrt. Ja. Und jetzt sind wir gleich oben auf der Höhe und wir sind bei 152 noch. Haben also prinzipiell jetzt ein Viertel verbraten, obwohl er hier akkumäßig das nicht so anzeigt. Also das ist auch immer so das Problem auch bei anderen Tankanzeigen, dass die nicht unbedingt das anzeigen so linear vom Inhalt eigentlich. Ja, ist also hier auch zu beachten, dann eher auf die noch möglichen Kilometer gucken, als auf den Akkustand vielleicht. Werde ich aber mir noch hier angucken, wie das aussieht.
Ja, mir ist auch nicht klar, ob das Auto in irgendeiner Form anzeigt, zum Beispiel beim Laden, wie lange es noch brauchen wird, das weiß ich auch nicht. Das ist natürlich immer so eine, wenn es so einfach, die Lademöglichkeiten so einfach ausgerüstet sind, ist das dann schlecht zu sagen. Man weiß dann nur, wenn er komplett leer wäre, würde er 2 Stunden brauchen, aber was braucht er dazwischen, ne? Also das ist dann so, kann höchstens, wenn die Ladestation es anzeigt und mir die Ladeleistung anzeigt, das tun die Ionities ja, kann ich daraus so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Da bin ich mal gespannt, was da angezeigt wird. Hey, Idylle, guckt mal hier, Schafe. Da ist nämlich der Stau und jetzt fahre ich so ein bisschen seitwärts da ran und komme dann auch zur Ladestation. Ja, großes Problem bei der Ladestation ist erstmal, wie ich da hinparke und zweitens, womit ich bezahle. Ne? Jetzt ist ja das freie Laden ist ja jetzt irgendwie nicht mehr gegeben und ich hoffe, das ist nicht zugeparkt von irgendwelchen Verbrennern. Checken wir mal hier, ob irgendeine Schranke offen ist. Die ist zu. Wenn wir hier nämlich wieder rauskommen, ohne in dem Stau zu landen. Hier gibt es 2 Schranken. Meistens sind die aber zu. Das bringt dann nichts. Dann muss man doch im Stau ein bisschen sich runterstauen. Die 2. Schranke ist da vorne. Die ist auch zu. Also haben wir heute keine Chance. Aber jetzt muss ich leider hier auf der Spur, wo eigentlich immer viele fahren, nach ganz, ganz hinten fahren. Zum Ionity. 149 Kilometer Rest, also deutlich eigentlich 50 nachtanken. Ah, da steht niemand und niemand blockiert was. Kann ich also sauber ausprobieren, ob es geht mit dem Hinparken. Mhm. Und ich nehme auch gleich mal irgendwie hier die erste. Weil wenn ich anders, das Kabel scheint aber ziemlich lang zu sein. Dann versuchen wir doch mal dahin zu parken, weil das, wenn das nicht klappt, dann kann ich ja da noch ein bisschen mehr seitwärts vorfahren. Das ist gar keine schlechte Idee hier. Also parken wir mal und schauen uns die Sache an. Also erstmal hier aufmachen. So, beide offen. Zack, und das Kabel nehmen von hier drüben. HPC. Wenn man das entwirrt, könnte sein, dass es klappt. Seht ihr, so reicht. Es könnte sogar reichen, wenn ich gerade da stehe. Jetzt müssen wir das Ding noch in Gang kriegen. Wie wollen wir denn heute zahlen? Ja, ich muss über die App das machen, glaube ich mal heute. Ich will nämlich mal meinen ADAC-Strom nehmen. Ich bin am 6er dran. Okay. Verbinden Sie und dann starten Sie. Antwort in... Ah ja, hier, es tut sich was. Das funktioniert wohl. Bitte warten. Bin mal gespannt, ob das so einfach funktioniert. Eigentlich sollte die ADAC-Karte noch kommen für ENBW, habe ich aber noch nicht. Ja, hat was geschaltet. Zeigt mir auch 80% habe ich. 10 Kilowatt lädt er rein. Das ist natürlich nicht viel, aber immerhin lädt das Auto jetzt. Sieht aus wie ein Ladesäulenblockierer, wenn man nicht wüsste, dass auf der anderen Seite ein Stecker drin ist. Jo, die App zeigt das hier auch an, dass das irgendwie lädt. Und zwar kostet mich die Sache 39 Cent die Kilowattstunde. Also ist ein vernünftiger Preis. Ja, ist nicht billig, aber es geht noch. Danke an ENBW und ADAC. Also von der Seite sieht das schon viel besser aus, ne? Und ich stehe auch so halbwegs richtig. Ich weiß nicht, wenn ich gerade hingestanden hätte, könnte es auch gerade noch gehen. Das Kabel ist eigentlich lang genug. Es hat nämlich hier noch so einen Auszugmechanismus dran. Aha. Also da geht noch ein bisschen mehr und dann dürfte es auch gehen, wenn ich gerade stehe, aber ganz nach hinten ganz sicher nicht. Also dann muss man natürlich rückwärts ran. Aber sie haben sich, glaube ich, schon überlegt, dass manchmal die Autos nicht günstig da so stehen. Ja, sehr ungewöhnlich jetzt hier den Anschluss auch an der Seite zu haben, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne andere Stationen, an denen muss ich dann tatsächlich quer stehen und alles blockieren. Tja, im oberen Bereich bleibt er hier bei seine 10 kW. Das ist natürlich nicht viel. Das muss man sich darauf einstellen, dass das dann doch etwas länger dauert. Schauen wir aber mal im Auto, ob wir da auch irgendwas sehen. Also noch habe ich das Auto nicht abgeschlossen. Das ist schon mal positiv. Hab jetzt aber hier so im Moment keine Anzeige, außer dass er da hinten irgendwie mir sagt, dass ein Stecker dran ist. Ja, das schon.
Aber vom Akkustand habe ich jetzt hier nichts. Schalte mal das System ein. Geht. Mal Lüftung ausmachen. Okay, was sehen wir? Ah, ich sehe den Akkustand. Das sieht man da, ne? So, das sehe ich. Und auch, dass er lädt und wie viel er schon reingeladen hat. Ansonsten jetzt hier so auf den ersten Blick nichts. Wir gucken mal, ob ich noch irgendeine sinnvolle Anzeige habe. Motorumdrehung, Batterie, Spannung. Und hier, ja, wie viel Ampere zeigt er mir? Also aus Spannung und Strom könnte ich dann das berechnen. Und die Reichweite, die wir im Moment haben, das zeigt er tatsächlich. Ja, aber ich sehe nicht, wie lange das noch braucht zum Laden. Ja, hier also 349 Volt haben wir und irgendwas von 30 Ampere. Kommt das hin? Ich gucke nochmal dann draußen. Und das sind meine Distanz, die ich gerade erreichen kann. Und da drüben sehe ich so ein bisschen die Anzeige vom Akku selber. Zeitabschätzung ist jetzt ein bisschen schwierig, das muss man dann rechnerisch irgendwie machen. Ja, genau, das sieht man hier ja auch. 350 Volt und 29 Ampere, 10 kW. 6 Minuten geladen und habe schon 2% bekommen. Daraus kann ich ja so ein bisschen ableiten, wie lange es dauert, ne? 90% erreicht, immer noch 10 Kilowatt nach 33 Minuten, also von 80 auf 90% 30 Minuten. Er hat auch wieder alle Balken hier hinten, also daran sieht man das gar nicht. Und hier vorne sieht man es aber an der Reichweite, da hat er nämlich 168 Kilometer bei 90% geladen. 99% geladen, noch 6 kW. Die ist auch bei 190 Kilometer jetzt wieder. Anzeige hier drüben hier noch konstant. Und ich kann hier auch umschalten und dann sehen wir da, wir haben 375 Volt. Und jetzt hört er auch selber auf zu laden, wie es scheint. Ja, hier ist Ende. Stecker kann ich rausziehen. Hier sollte ich ja noch einen Preis kriegen. Beenden. Und Ladevorgang beendet. Ja, irgendwie noch kein Preis. Vielleicht kann ich ihn später noch ergänzen. Mal, ob er schon entriegelt hat. Ja, hat er. Kann ich also hier sauber zurückstecken. Gut. Ja, wie viele Kilowattstunden haben wir denn geladen? Dürfte nicht so teuer gewesen sein, das Ganze. Auf jeden Fall nicht mehr kostenlos hier, so viel ist klar. Aber schönes Ladeabenteuer mal hier, ne? Erstes Mal laden mit dem Maxus. Jetzt gehen wir auf große Fahrt. Erstmal fahren wir den Berg runter noch. Jetzt hat er zwar ein Ergebnis, 11,6 Kilowattstunden haben wir geladen, aber kein Preis hier. So, fertig geladen, fahren wir hier raus. 190 Kilometer wieder im Tank. Und wir fahren in den Stau etwas rein und dann da vorne drehen wir dann um. Beziehungsweise fahren hintenrum auch wieder zurück, weil irgendwas auf der Autobahn los ist. Da sieht es eigentlich gar nicht so aus. Wir können jetzt hier so runterlaufen lassen. Geht, ohne dass ich irgendwas bremsen muss. Ist das jetzt hier möglich? Ich habe sogar manchmal noch das Gefühl, dass ich nämlich an der Kurve doch bremsen muss. Da unten ganz sicher, da ist eine etwas längere Kurve, das steht auch total ungünstig und wie immer bei solchen Testfahrten kommt in dem Moment uns jemand dann auch entgegen. Wie das immer funktioniert, weiß ich auch nicht. Eigentlich das Gesetz des Zufalls sollte eigentlich das nicht erlauben, aber bei mir ist das öfters so, dass das passiert. Ja, und hören wir noch ein bisschen Fahrgeräusch. Also ziemlich leise das Auto. Da merkt man, wenn uns einer entgegenkommt. Und wir hören sogar das Vögel geswitcht haben. Echt cool, so muss das sein. Immer noch 179, also im Moment hat uns das jetzt hier keinerlei Kilometer gekostet, den Berg runterrollen.